Ja, ich mache das heute kurz, weil im Mittelpunkt sollte heute der Trainer vom MSV Duisburg stehen nach diesem Spiel. Wir haben heute verdient verloren. Wir haben insgesamt nicht allzu viele Torchancen rausgespielt, hatten zwar über einige Strecken des Spiels durchaus ein optisches Übergewicht und haben auch gefällig kombiniert, aber am Ende ohne die letzte Durchschlagskraft, hatten ganz am Anfang eine Riesenchance durch Davy Selke, wo wir hätten in Führung gehen können, aber insgesamt hatte Duisburg mehr Torchancen und deswegen unterm Strich heute auch das Spiel verdient gewonnen. Dazu nochmal Glückwunsch an Ilja und an Ivo. Und allen anderen wünsche ich dann eine schöne Sommerpause. Vielen Dank. Ja, ich sage ja auch nicht so viel. Erstmal Glückwünsche rauf zum Aufstieg. Das war absolut verdient für mich. Und wünsche dir auch in die Bundesliga-Saison alles, alles Gute. Für uns war heute sehr, sehr schwer. Wir haben auch gewusst, was auf uns zukommt. Eine Top-Mannschaft, egal mit welcher Besetzung die kommen. Und ja, wir haben auch geschafft. Und ich sage ja auch, das war auch Herr Ragnik gesagt hat, dass wir auch heute mehr gewollt hätten und haben wir mehr Chancen gehabt und meine Meinung verdient gewonnen. Und ja, jetzt ist natürlich sehr schwer zu sprechen in so einem Spiel und ja, man ist bei uns ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Natürlich, man freut sich riesig, dass wir auch Relegationsspiele erreicht haben. Das war vor ein paar Wochen nicht möglich gewesen, aber wir haben natürlich tolle Leistungen gezeigt, überragende Ergebnisse und unsere Mannschaft hat sich richtig gesteigert und zusammengewachsen ist. Deswegen war das möglich und wir werden auch heute ein bisschen Ruhe haben und am Morgen werden wir uns beschäftigen mit den Würzburger Kickers. Dankeschön. Wir haben immer gesagt, wir vertrauen jeder, wo bei uns ist. Auch Rata, auch Lenz, auch Nienk, auch wie die alle heißen. Ne? Und das ist auch unsere Stärke und ich habe überhaupt kein Problem, wer spielt und wer nicht spielt. Natürlich, die Rata zu ersetzen ist nicht einfach. Auch Obina zu ersetzen, 1-1 ist nicht einfach. Aber wir haben immer bis jetzt, wenn man uns beobachtet, aus Kollektiv gemeistert und werden wir auch so letzte Spiele bestritten. Wir versuchen alle viel zu kriegen. Auch Barasz Özbek, auch Obina, auch Ratajczyk. Martin ist fit, deswegen ihm, ja, okay, alles klar.